Hey Kelvin, hattest du einen Mentor? Falls ja, wie hast du ihn kennengelernt? Wie hast du seine Aufmerksamkeit bekommen? Und wie war die Zusammenarbeit über die Jahre hinweg? Genau darum geht es in diesem Video. Bleib dran. Hey Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und das heutige Video ist ein klein wenig anders. Warum? Normalerweise will ich auf diesem Kanal Videos platzieren, wo es um dich geht, also eher nach dem Motto 5 Tipps, wie du einen Mentor findest. Heute will ich aber mal was ausprobieren und zwar, was passiert, wenn ich euch mal einen Einblick gebe, wie ich einen Mentor gefunden habe, wie die Zusammenarbeit war. Ihr werdet Screenshots sehen von einer E-Mail, Bilder, Videos. Und natürlich werde ich auch versuchen, das Ganze mit Tipps zu verpacken. Das heißt, ich zeige euch mal meinen Weg und dann bin ich einfach mal gespannt auf dein Feedback. Für mich ist das auch ein klein wenig riskant, hier auf dem Kanal was Neues zu probieren. Der läuft sehr gut und ich möchte natürlich haben, dass du weiter dabei bleibst. Aber man muss ab und zu auch mal was versuchen und was riskieren. Und ich würde dich bitten, schreibe mir gerne schon während dem Verlauf, während du das Video schaust, in der entsprechenden Stelle gerne einen Kommentar, ob es dir was gebracht hat, wie du es fandest, ob du noch weitere Fragen hast und so weiter. So, ich würde sagen, wir starten jetzt und beginnen direkt einmal damit, wie ich meinen Mentor gefunden habe. Also zuerst einmal mein erster und vielleicht eigentlich auch mein einziger Mentor, den ich hatte, war Scott Kelby. Und ich kann dir direkt sagen, es war nie die Rollenverteilung, dass er wusste, dass er mein Mentor ist und hat sich irgendwie auch extrem um mich gekümmert, so ganz alleine, so war das nie. Es war einfach eine Person, der ich alles nachgemacht habe, die darüber Bescheid wusste. Aber lass dich überraschen, wie der Werdegang war. Ich zeige dir jetzt erstmal ein Video. Das ist ein Auszug von der Vertriebsoffensive in Mannheim, wo ich einen Gastvortrag hatte. Und dort erstmal die Kurzversion und da werde ich gleich noch was ergänzen. Jetzt aber erst einmal Film ab. Und bei der dritten Person, das war der, wo die Photoshop World gegründet hat oder ins Leben gerufen hat, bei dem habe ich mir nur Abfuhren eingeholt. Der hat nicht einmal geantwortet. Ich habe echt alles probiert. Nein, ich bin nicht zu ihm hingeflogen nach Florida. So, ich habe dem so oft geschrieben und das, was ich euch jetzt empfehle, das ist schon ein bisschen hardcore, das empfehle ich euch nicht. Bei mir hat es geklappt. Aber bitte nicht damit einsteigen. Nachdem ich ihm schon so oft geschrieben habe, habe ich gedacht, gut, dann will er nicht. Das heißt, jetzt ist er ja weg. Ne? Also jetzt ist er ja weg. Jetzt kann ich ja gar nichts mehr versauen. Das heißt, alles, was ich jetzt bringe, weg ist er ja eh. Aber ich habe gedacht, komm, einen kriegst du noch. So schnell gebe ich nicht auf. Und der Typ ist einer der erfolgreichsten Coaches im Photoshop- und Fotografiebereich. 50 Bücher geschrieben, der macht einen Blog-Eintrag und erklärt, wie er so ein Bild ausgeleuchtet hat. Und seine ganze Fanbase so, hey, voll cool, Scott Kelby, wie du das gemacht hast. Dann habe ich drunter geschrieben, ist jetzt kein Witz, ich habe die E-Mail noch. Ich poste die Tage auf Facebook. Muss mal jemand hier von meinem Team dran erinnern. Dann schreibe ich ihm, hey, nicht schlecht, aber gut ist das nicht. Völlig falsch ausgeleuchtet. Wenn du mal wissen willst, wie man das richtig macht, schreib mir gerne mal und ich erstelle dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für deine Fanbase. Ohne Witz, ja, der war ja eh schon weg. Hey, ich poste die E-Mail auf Facebook. Ich weiß nicht, ob es jetzt 3 Stunden später war oder ein halber Tag. Antwortet der mir, hey Kelvin, das wäre voll geil, weil ich habe deine Bilder angeguckt, cool. Und wenn du das gemacht hast, am besten noch einen Gastpost auf meinem Blog. Ey, ein paar Monate später hat er mich nach Florida gebucht, habe ich für den Videokurs aufgezeichnet. Ist kein Scheiß. Aufgrund dieser Nachricht. So, das war wirklich nur die Kurzversion und nicht die Version, die ich euch empfehle. Wenn ihr ein Vorbild, ein Mentor sucht, dann empfehle ich euch, für diese Person extrem viel gratis anzubieten, nichts zu verlangen. Das heißt, ihr schreibt der Person eine E-Mail, fragt, ob ihr mal für die arbeiten könnt, ob ihr irgendwo helfen könnt, lobhudelt, schleimt, bleibt dran und so weiter, bis ihr die Aufmerksamkeit habt. Bei mir hat das alles nie etwas gebracht. Eine Sache habe ich nicht probiert, für die Person gratis zu arbeiten. Das habe ich nicht gemacht, aber ansonsten habe ich wirklich viel probiert. Es hat nicht geklappt, also habe ich die Person provoziert. Wie gesagt, ich empfehle es euch nicht.
Ich zeige euch jetzt die E-Mail, die zurückkam. Und jetzt kommen wir gleich zu einem krassen Learning. Die E-Mail kam zurück am 25. Januar 2009. Bitte merkt ihr jetzt dieses Datum. Also Jahresbeginn 2009 kam zurück. Hey, bitte schreibe ein Tutorial. Und dann kam die Zusage, wenn du das wirklich machst, bist du ein Held und ich gebe dir einen vollen Blog-Eintrag auf meinem Blog als Gastblogger. Okay, das hat er mir zugesagt, Freunde. Das hat er mir zugesagt. Januar 2009. Und jetzt zeige ich dir mal was. Ich gebe dazu mal meinen Bildschirm frei. Ich habe den Blog-Eintrag bekommen, aber schau mal das Datum. März 2010. Und ich will erst sagen, woran das lag. Nachdem er mir die E-Mail zurückgeschrieben hat, habe ich direkt geantwortet und habe gesagt, ich mache einen Blog-Eintrag. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Keine Antwort. Ich habe ein paar Tage später nochmal geschrieben. Ey, Blog-Eintrag? Keine Antwort. Ich habe nochmal geschrieben. Keine Antwort. So, die Frage ist jetzt, wenn du dir einen Mentor gesucht hast oder jemand, von dem du lernen willst, ich würde sagen, die meisten hätten gesagt, ach, weißt du was, dann eben nicht. So, aber er war einfach die Benchmark und ich musste dranbleiben. Und dann habe ich mir was einfallen lassen und das verrate ich euch jetzt. Wenn man ein Ziel erreichen möchte, dann fragen sich die meisten, was muss ich tun, um dahin zu kommen? Und meine Frage ist immer, wer hilft mir dabei hinzukommen? Das war schon immer so meine Magic-Frage. Schreib dir die gerne auf. Egal, was du erreichen willst, wer hilft mir dabei, dahin zu kommen? Und Scott Kelby, diese Person, deren Aufmerksamkeit ich haben wollte, war Veranstalter der Photoshop World in Las Vegas. Und ich habe mir überlegt, wer ist noch in guten Kontakt mit Scott Kelby? Und das war natürlich die Kernreferenten, die regelmäßig auf der Photoshop World sind. Und daher, um nochmal die Aufmerksamkeit von Scott Kelby zu bekommen, habe ich zwei Dinge probiert. Die erste Sache, die ich probiert habe, ich habe Referenten angeschrieben, die regelmäßig auf der Photoshop World präsentieren. Das war Russell Brown unter anderem und Katrin Eismann und habe gesagt, ich würde gerne für euch gratis präsentieren. Und wenn ich gut bin, empfehlt ihr mich bitte Scott Kelby. Würde das gehen? Beide haben geantwortet und haben gesagt, ja, das geht. Und jetzt passe auf, was ich gemacht habe. Bei Katrin Eismann bin ich nach New York geflogen, in die School of Visual Art. Das hat sie gesagt, wenn du für mich präsentieren willst, musst du nach New York kommen. Ich gebe dir 40 Studenten, du präsentierst für mich und dann, wenn du gut bist, empfehle ich dich. Habe ich gemacht, mit meiner Frau nach Amerika geflogen. Eigene Kosten und so weiter. Hab präsentiert, war geil. Katrin Eismann schreibt Scott Kelby eine E-Mail. Ey, da ist ein Typ, der ist echt gut. Russell Brown habe ich in München auf einer Konferenz kennengelernt. Da hatte ich Glück. Da waren wir beide gebucht. Ich gehe zu Russell Brown hin und sage, ey, Russell, ich bin Calvin Hollywood, der neue Star Photoshop. Ich würde dir gern zeigen, was ich kann, dass du mich der Photoshop World und Scott Kelby empfiehlst. Er sagt, okay, ich schaue mir später deinen Vortrag an. Ich halte meinen Vortrag, gehe danach zu ihm hin. Konntest du zuschauen? Er sagt, nee, leider nein. Ich habe ein Interview gegeben. Ich so, okay, was kann ich tun? Er so, schick mir ein Tutorial in Englisch, einen Videokurs oder so, den du gemacht hast. Ich so, okay. Ich hatte keinen Videokurs, den ich gemacht habe. Bin dann nach Österreich geflogen zu Video to Brain, habe ein englisches Videotraining aufgenommen, was ich dann Russell Brown geschickt habe. Und er hat mich dann Scott Kelby empfohlen. Ihr seht, das war so kompliziert. Leute, so kompliziert müsst ihr es nicht machen, aber ihr müsst Wege suchen und fragt euch immer, wer hilft euch dabei? Nebenbei habe ich gesehen, dass es einen Contest gibt, einen Wettbewerb, einen Photoshop World Guru Award im Retuschieren. Und ich habe mir gedacht, wenn ich den gewinne, dann habe ich die Aufmerksamkeit von Scott Kelby. Und Leute, jetzt kommt's knüppelhart. Ich habe den am Award teilgenommen und es gab etwas Kleingedrucktes. Du darfst am Award nur teilnehmen, wenn du auch auf die Photoshop World kommst. Und für mich war klar, ich kann da nicht hin, ich habe keine Kohle mehr. So. Also das war unmöglich, aber ich habe trotzdem am Award teilgenommen. Und dann kam die Nachricht, ich bin in der engeren Auswahl, ich soll vorbeikommen.
weil ich qualifiziere mich nur, wenn ich auch dort vor Ort bin, um den Award entgegenzunehmen. Und dann habe ich gesagt, Sven Dölle, den kennt ihr vielleicht von Adobe, das ist der höchste hier im Bereich Photoshop, und ich habe gesagt, Sven, du gehst doch auf die Photoshop World, kannst du den Award nicht für mich in Empfang nehmen? Und kein Scheiß, Leute, ich habe den Photoshop World Guru Award gewonnen, das ist die höchste Auszeichnung, die es gibt, und Sven Dölle ging auf die Bühne und hat von Scott Kelby den Award in die Hände genommen. Und Scott Kelby spricht ihn mit Calvin Hollywood an. Das ist nur als kleiner Fun Fact am Rande. Aber jetzt war ich im Kopf von Scott Kelby, auch wenn er ein anderes Gesicht vor Augen hatte. Er wurde von Katrin Eismann wurde ich empfohlen. Ich bin nach New York geflogen. Von Russell Brown, ich habe ein englisches Training für ihn produziert. Er hat mich empfohlen und ich habe den Photoshop World Guru Award gewonnen. Wahrscheinlich hätte eine Sache gereicht, aber ich habe alles parallel gemacht. Und Leute, jetzt kommt's. Dann erst habe ich den Gastpost. Das war alles in diesem Zeitraum. In diesem Zeitraum. Dann erst konnte ich den Gastpost machen. Der Guru Award. Freunde, der Guru Award war noch 2009. Der war noch 2009. Und ich war in 2009 noch in Amerika bei Katrin Eismann. Und jetzt erst habe ich den Gastpost bekommen. Und jetzt geht's schnell. Nach diesem Gastpost, nach diesem Gastblog-Eintrag, blende ich euch ein, hat er mich danach eingeladen nach Florida, um für ihn Videokurse aufzunehmen. Das seht ihr noch. Ich bin als Referent tatsächlich noch gelistet bei Kelby Training. Ich habe dort mehrere Kurse aufgenommen. Die Kurse kamen mega gut an und ab da war das dann. Also ich war nie ganz nah mit Scott Kelby, aber er war halt mega von mir begeistert, von meiner Qualifikation als Photoshop-Artist oder als Photoshop-Referent. Aber ihr habt es in dem Video am Anfang gesehen. Das war so, ja, und dann hat er mich nach Florida eingeladen. Leute, so einfach war das nicht. Mein Tipp. Wer hilft euch dabei? Beharrlichkeit, Geduld, mehrere Optionen probieren, nicht nur eine und definitiv nicht aufgeben. Okay? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wir sind mit der Reise noch nicht am Ende. Die geht weiter. Ich blende euch jetzt gleich mal ein Bild ein und werde mal sagen, was ihr da seht. Und zwar seht ihr ein Bild von einer Veranstaltung in Köln. Scott Kelby ist nach Deutschland gekommen, um dort ein Event durchzuführen. Ja, und er hatte einen deutschen Bekannten, da ist so ein junger Calvin Hollywood. Und dann hat er gefragt, ey, Calvin, möchtest du bei mir auf die Bühne, um da einen kleinen Gastbeitrag zu halten? Und Leute, und ich sitze da in Köln, es war in Deutschland, Scott Kelby schaut mir zu, wie ich das alles mache. Und das war für mich natürlich auch damals ein Moment, wo ich wieder zurückgeblickt habe und habe einfach nur gedacht, wie krass ist das eigentlich? Es war so ein harter Kampf, wisst ihr? Es war so ein harter Kampf um seine Aufmerksamkeit. Und ich konnte nie mit Scott Kelby eine Freundschaft eingehen. Andere waren ihm näher. Aber für mich war das immer, ich habe alles nachgemacht, was er gemacht hatte. Ich denke, das hat er auch gesehen, hat es auch immer akzeptiert. Ich habe nie sonderlich viele Tipps von ihm bekommen, aber er hat mich enorm gepusht. Er hat mir so viele Türen geöffnet. Aber Leute, es war so ein harter Kampf. Also ich, wisst ihr, Vorbilder kriegt man da draußen, die findet man ganz einfach. Aber ein Mentor, zwei, dreimal fragen, ey, willst du mein Mentor werden? Und dann aufgeht, das funktioniert so nicht. Ihr habt es gesehen, was ich in Kauf nehmen musste. Die Reise geht aber dann weiter. Und zwar, ich zeige euch mal ein Bild, worauf ich auch extrem stolz bin. Ich wurde immer besser mit Photoshop. Ich habe weitere Kurse für ihn produziert. Er hat mich sogar in seinem Buch erwähnt, es wurde in Deutsch übersetzt, dass er von mir gelernt hat. Leute, das war natürlich dann für mich ein mega Highlight, ein mega Highlight, dass mein Mentor irgendwann von mir lernt. Und jetzt kommt der Oberhammer. Und da sind jetzt vielleicht am Ende auch nicht mehr viele Learnings dabei. Und ich frage mich jetzt immer noch, ob du zuschaust, ob das spannend ist, ob das irgendwie dir was bringt. Aber wie gesagt, ich probiere es halt mal. Jetzt kommt der Hammer. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, es war letztes Jahr. Ich habe ja keinen Kontakt mehr zu Scott Kelby, weil ich ja nicht mehr so in dieser Szene drin bin.
Aber ich habe gesehen, dass er live ist. Der war auf Facebook live. Und dann habe ich gedacht, soll ich mich mal wieder melden? Ne? Also, da habe ich gedacht, okay. Ich hatte auch ein bisschen Angst, weil lange kein Kontakt mehr war. Und die machen diesen Livestream und ich kommentiere unten rein, hey, hier ist Kelvin Hollywood, ich hoffe, euch geht's gut. Und ich zeige euch jetzt mal ein Video, was daraufhin dann zurückkam. Ihr seht jetzt gleich Scott Kelby, das ist der mit der Brille, und Matt Gloskowski, das war damals auch die absolute Ikone. Und schaut mal, was passiert ist, als sie meinen Kommentar sehen. Oh my God, Kelvin Hollywood is watching. He's on his way from Germany. Kelvin, get in a plane. We're very friendly about taking people from other countries. Come right over. All right, look at that. Calvin says, what's up? Boy, it's good to see his name in there, right? I know. I always love Calvin. Calvin Holly. I cannot believe everybody that's watching today. I mean, if I think back through the years, like, Calvin's somebody that taught me a lot about Photoshop. Like, I always learned so much from watching his stuff. Can I tell you why people learn from Calvin? Because there was a time where kind of Photoshop stuff, I don't want to say it stopped, but, like, there was a core thing of stuff. And we all did the same stuff. And it was Calvin who came out with new ways of doing stuff, new techniques that all of a sudden ripped the lid off everything. It's like there was a time where we'd all done it so much and we were all teaching the same stuff. He broke the mold. He really did. Yeah, he really did. He wrote stuff that we're like, now how do you do that? And so we'd be like, Calvin, wait, do that again. Do that again. All right, do it. Now, would you apply image? What were you using that for? So if you are a Kelby One member, go watch some of Calvin's classes. You will be amazed. It all still works. Everything he did is just like, it still works. It's just, you know what it was? He was the guy that did stuff that everybody else needed a plug-in for. Like, he did stuff that was just, you know, everybody had to buy a plug-in or you knew how to do Calvin stuff. And Calvin told you. And you know what else, too? Calvin was excited about telling you. He was pumped about it. Oh, yeah. He got you going. You're like, dang. All right. Oh, Corey says, you guys will be done by the time I get here. Freunde, ich weiß nicht, wie gut euer Englisch ist. Ich habe das Video jetzt nicht nur reinschneiden lassen. Ich habe es mir eben angeschaut. Ihr glaubt nicht, wie viel mir dieses Video bedeutet. Obwohl, vielleicht versteht ihr es jetzt. Was Scott Kelby da in diesem Video sagt, ist unglaublich, weil Scott Kelby ist der krasseste damals gewesen. Ich sage nicht der beste Photoshopper, aber der stand ganz oben. Und wenn so einer dann sagt, ihr habt's ja gehört, ne? Oberhammer, Oberhammer. Und dieses Video war alles wert. Dieses Video war alles wert, den Weg zu gehen. So, sehr, sehr geil. Und lustigerweise, ich habe vor ein paar Tagen dieses Video geplant und dann habe ich eine Nachricht bekommen, eine E-Mail bekommen. Ich blende es euch mal ganz kurz ein, das Bild. Das ist ja witzig, das ist meine Abrechnung. Das ist meine Abrechnung. Leute, 31. März 2020, das sind 132 Euro Tantieme, ne? Also Anteile, weil meine Kurse da noch online sind. Bei Kelby Training. Ich kriege immer noch Geld. Wisst ihr, wie lange das her ist? Das ist 10 Jahre her. 10 Jahre und ich kriege immer noch Geld. Und jetzt noch was. Aber darum ging es mir nie. Ich habe so viel Geld verdient mit Scott Kelby. Die haben bezahlt. Das war unglaublich. Als erstes Mal nach Kelby Training nach Florida geflogen bin, um dort Videotrainings aufzunehmen. Leute, ich wäre da gratis hingeflogen. Das war mir scheißegal. Ich habe $30.000 bekommen, einmalig, nur dass ich hinfliege, 4 Tage produziere und habe dann regelmäßig, ich habe alle 3 Monate Beträge bekommen, $5.000, $10.000. Am Jahresende haben die nochmal eine Gewinnausschüttung gemacht. Wenn das Unternehmen gewachsen ist, hast du nochmal $5.000 bekommen. Leute, das war unglaublich. Aber das ist der internationale Markt. Und da war ich ganz oben mit dabei. Und das war sensationell. Und ich wollte das einfach mal mit euch teilen. Wie gesagt, es war kein klassisches Tutorial. Ich wollte dieses Video eigentlich zuerst auf meinen Weiches Licht-Kanal bringen, um das einmal zu verewigen im Internet, diese ganze Reise. Aber ich glaube,
dass es hier in Bezug Wirtschaftlichkeit, Mentor finden, Durchhaltevermögen und so weiter, dass es vielleicht auch inspirierend sein kann. Und deswegen habe ich es jetzt auf diesem Kanal mal gepostet. Und ich glaube, das ist das einzige Video, wo mein Dislike wehtun würde. Kein Scheiß. Wahrscheinlich gibt es schon ein paar Dislikes für diejenigen, die jetzt schon lange ausgestiegen sind. Ey, das war kein Tutorial. Aber, ja. Also, wenn ihr öfter mal solche Case Studies haben wollt, wie jetzt, die jetzt nicht darauf ausgelegt sind, dass ich euch Tipps gebe, sondern dass ihr es an mir seht, wie das irgendwie abgegangen ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde mich eh freuen, wenn ihr jetzt hier ein paar Gedanken da lasst. Vielleicht entstehen auch Fragen, die ich euch an einer anderen Stelle einfach wieder mal beantworten kann. Dann gerne kommentieren. Aber das war eigentlich, Scott Kelby war mein Mentor. Also ab dem, ich habe ihn eh immer nachgemacht, aber er hat mich immer mitgezogen, vorangetrieben. Ich habe alles von ihm aufgesaugt. Ich wollte immer so sein wie er oder sowas machen, wie er macht. Und habe das dann auch gemacht. Ich bin nicht vorbeigezogen, weil er immer noch international weitergeht. Ich bin dann irgendwann wieder einen ganz anderen Weg gegangen. Aber ich kann voller Stolz behaupten, ich habe es geschafft. So. Es gab keinen in Deutschland, der vor vielen Jahren Events gemacht hat mit 400, 500 Photoshop-Leuten. Da war ich der einzige Dame. Ich habe alles von Scott Kelby übernommen. Das war so geil. Leute, sucht euch einen Mentor. Aber bitte, es wäre eine Frechheit, jetzt noch zu glauben, ich schreibe jemand an, kannst du mein Mentor werden? Ihr müsst fragen, was muss ich tun für dich? Was muss ich tun für dich, damit du mein Mentor wirst? Entweder ihr müsst scheiße viel Geld bezahlen oder ihr müsst scheiße viel arbeiten für die Person, ohne zu nehmen. Leute, das kann ich euch echt nur empfehlen. Wenn ihr bei der richtigen Person seid, lohnt sich das. Hängt euch dran und macht, was die Person sagt. So. Okay, jetzt aber Schluss. War ein sehr langes Video. Wer es bis zum Ende geschaut hat, gerne mal rein kommentieren. Ich habe es bis zum Ende geschaut. Unglaublich. Dann vielen, vielen Dank. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.